Moin Leute, Moin. herzlich willkommen auf unserem Kanal Mathe leicht gemacht mit dem achten Video des hilfsmittelfreien Teils. Ne? Hier haben wir die Aufgabe, blenden wir für euch ein. Probiert mal, auch wenn ihr hier die Aufgabe macht, speziell ausschließen. Einfach mal teilweise die Lösung angucken. Ihr habt so 1,5 Minuten pro Aufgabe. Genau. Bei einigen Aufgaben, so bei der, da könnt ihr rechnen. Da könnt ihr 5 Minuten rechnen und kriegt es vielleicht dann immer noch nicht hin. Also wenn ihr merkt, okay, es dauert zu lange, kurz ausschließen und dann weitermachen. Ja, einmal die Ergebnisse angucken und dann am Ende maximal 50-50. Genau. Alles klar. Passiert mal. Was ist die Lösung? C, B, A, A, B. Geht's noch weiter runter? Nee, nee, das war's schon. Ne? Stellen wir euch jetzt vor. So, fangen wir einfach mal mit der ersten Aufgabe an. A größer als 0, okay, ist jetzt nicht so wichtig für uns. Wir schauen uns einfach das ganze hier an und wenn wir, das oben kann man ja hinschreiben wie Wurzel A mal Wurzel A mal Wurzel A. Das kann man mit einmal Wurzel A kürzen und dann steht oben nur Wurzel A mal Wurzel A. Gut, das ist A, ne? Ja. Das ist so wie Wurzel A ins Quadrat und Wurzel ins Quadrat macht sich weg, also bleibt nur A übrig. Also ist C richtig. Genau. Hier kann man recht wenig ausschließen. Ja. So, hier muss man das schon wissen, so ein bisschen, ja. Potenzgesetze halt, ne? Ja, und Wurzel halt, ja. Ist halt so. Gibt es ja auch eine eigene Playlist zu den Wurzeln. Hier, bei der Aufgabe, ganz ehrlich, ihr lest sie euch durch, denkt euch, was? Lest sie euch nochmal durch, dann ist schon eine halbe Minute vorbei und ihr wisst gar nicht, so was ihr machen sollt. Ihr wisst, aber man kann es ungefähr abschätzen. Jetzt braucht ihr 50 Minuten, jetzt wird das Ding halt ein bisschen länger, ja, genau um ein Drittel. Wenn man genau ist, aber schätzen wir doch mal. Es wird auf jeden Fall nicht 63 Minuten dauern, das wird länger. Und 13 Minuten braucht er auch nicht. Der hat nicht so eine krasse Zeitersparnis. Nee. Das heißt, das und das. Ich würde euch empfehlen, schätzen. Ja. Was würdet ihr schätzen, 38 oder 44? 44 sind halt nur 6 Minuten. Aber der Meer wird halt um ein Drittel länger, ne? Ja. Also ist 6 Minuten schon relativ wenig. Ja, genau. Im Endeffekt ist auch 38 dann richtig. Aber genau. So würden wir halt vorgehen. Ja, einfach mal. Bei den Aufgaben, weil dann schreibt man das auf, dann macht man den Dreisatz. Und dann ist die Zeit vorbei. Und am Ende machst du vielleicht noch einen Fehler und kommst nicht rauf und musst trotzdem raten. Ja. Und höchstens ist eine Aufgabe dabei, die dann nachher so ein Format hat, wo du dann genau. Echt, ne? Ja. Da kannst du dann schätzen. Ja, 50-50 bei denen, ja. Genau. Welches ist die Lösung bei der Gleichung 5 hoch x ist gleich 625? Gut, man kann auf der einen Seite probieren, das mit einem Logarithmus zu machen. Man kann halt auch einfach mal probieren, für x gleich 4 einzusetzen und gucken, was rauskommt. Ja, wenn man das durchrechnet, ist 5 mal 5 ist 25, mal 5 sind 125, mal 5 sind 625. Das war's ja schon. So. Das ist auch klar, es ist nicht 125. So, 5 hoch 125, da hast du viel Spaß. Ja, und hier Logarithmusgesetz 625 hoch was ist 5? Müsste ich ja hier rechnen. Macht auch gar keinen Sinn. Genau, wenn die 5 hier unten stehen würde und die 625 hier, wäre es richtig. Ne? Ja. Haben wir unseren Trick beim Logarithmusgesetz. Und das ist halt auch genau andersrum, ne? Genau, müsste auch genau andersrum sein. Ja. Ja. Gut, hier muss man jetzt bei dem Kreiskegel, ja, muss man halt die Formel wissen, ne? Ja. Ein Drittel Grundfläche mal Höhe ist es immer. Wenn du eine Grundfläche hast und die geht oben irgendwie zusammen. Das ist halt ein Kegel, ne? So, und wenn die Höhe verdoppelt wird, was ist dann? Verdoppelt sich das Ding, ne? Ein Drittel Grundfläche mal Höhe. Die Höhe verdoppelt sich, also verdoppelt sich sozusagen auch das Volumen. Mhm. Ja. Ja, also hier. Die 2. Welcher Term hat einen anderen Wert als 2 hoch 2 hoch minus 3? Ja, man kann auf der einen Seite so vorgehen, dass man sich das hier ausrechnet. Man kann aber auch schauen, okay, es ist, welcher Wert hat einen anderen Wert als das? Das heißt, drei Werte müssen denselben Wert haben und einer ist halt was anderes. Man sieht schon, der und der haben auf jeden Fall nicht den gleichen Wert. Nee, das haut nicht hin, ne? Das heißt, also, einer von denen ist es. Ja, genau. Und dann schauen wir uns den nächsten an. Oder den. Halt, oder, ja, genau, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ne? Da kommt bei beiden 1 durch 64 raus. Na, hier mit den Potenzgesetzen und hier 1 durch 4 hoch 3. 4 hoch 3 sind 64. Genau, und ja. Hier musst du die 6 reinziehen, also 1 hoch 6 und 2 hoch 6, bist du auch bei 64. Also ist 1 ins Quadrat durch 8. Schwachsinn. Also wie gesagt, ein bisschen clever an die Aufgaben rangehen. Aufgabe durchlesen, dann sofort die Lösung angucken, vielleicht kann ich was ausschließen und dann überlegen, was macht jetzt am meisten Sinn. Ja? Genau, und nicht zu lange, sondern Zeit verschwenden. Genau. Gut, Leute. Alles klar. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.